Erstmals seit 20 Jahren hat Deutschland ein Kriegsschiff nach Japan entsandt. Es ist Teil einer Mission für Sicherheit und Stabilität im indopazifischen Raum. Dies geschieht inmitten des Territorialstreits und militärischer Spannungen in der Region. Deutschland folgt bei der Entsendung von Kriegsschiffen in den Indopazifik Großbritannien und den USA. Der Westen wägt ab, wie er auf die militärische Aggression der KP Chinas reagiert. Anna Rodriguez von NTD mit mehr Einzelheiten. Kai-Achim Schönbach, Chef der deutschen Marine, sagte am Dienstag, die Entsendung eines Kriegsschiffes zeige die Sorge Deutschlands um den Frieden im Indopazifik. Damit spielt er auf China an, ohne einen Namen zu nennen. Ihm zufolge könnten territoriale Streitigkeiten und ein verändertes militärisches Gleichgewicht über Asien hinaus Folgen haben. Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach kündigte auf einer Pressekonferenz an, das Kriegsschiff werde durch das südchinesische Meer fahren, um sein Recht zu demonstrieren, dort ohne Einmischung zu fahren. Das südchinesische Meer ist ein Global Common, also ein Seegebiet, das allen gehört. Es kann also von niemandem in Besitz oder geclaimed werden, wenn wir uns denn, wie Sie sagen, an die internationale Weltordnung halten. Schönbach war in Tokio, um den Hafenaufenthalt des deutschen Kriegsschiffs Bayern in Japan zu begehen. Es ist das erste deutsche Kriegsschiff seit 20 Jahren in Japan. An Bord sprachen Vertreter beider Länder. Heute ist der Indopazifik eine der strategisch wichtigsten Regionen der Erde. Hier fallen wichtige Entscheidungen über Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Welt. Die Entsendung unserer Fregatte in den Indopazifik verdeutlicht, dass Deutschland für unsere gemeinsamen Werte eintritt. Der japanische Verteidigungsminister begrüßte den Besuch der Fregatte. Er zeige Deutschlands Entschlossenheit, sich für Frieden und Sicherheit in der Region zu engagieren. Diese Entschlossenheit wird weiterhin anerkannt. Sie trägt wesentlich zur Verwirklichung eines freien und offenen Indopazifiks bei. Ich hoffe, dass sich dies auch auf andere europäische Länder ausweiten wird. Eine der wichtigsten Aufgaben der Fregatte Bayern in der Region ist die Überwachung nordkoreanischer Schiffe, um sicherzustellen, dass sie sich an die Resolution des UN-Sicherheitsrates halten. Anna Rodriguez, NTD News.